geht doch nichts über einen guten Tee und einen kleinen Menstruationstassentalk. Hello Boys and Girls und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute geht es um ein brisantes und intimes Thema und zwar Menstruationstassen. Also es ist ja ein Riesending, ne? Das hat so vor 2 Jahren angefangen, dass jeder Schwanz über Menstruationstassen gesprochen hat. Etwas, was alle vorher super eklig fanden oder noch nie von gehört hatten, war auf einmal in aller Munde. Jeder Öko-YouTuber hat dazu was hochgeladen und keiner wusste, ist das jetzt cool oder nicht. Aber jeder Mensch, der es noch nie benutzt hat, stellt sich die Frage, warum sollte man das benutzen? Ist das nicht eklig? Kriege ich das Ding überhaupt wieder raus? Ist das wirklich so gut, wie alle sagen? Oder verarschen die mich alle nur, weil die wollen, dass ich nicht so viel Müll produziere? Ich habe sie nämlich jetzt 1 Jahr lang benutzt. Ich werde euch keine Scheiße erzählen. Ja, ich liebe Veganismus und ja, ich finde sowas wie Nachhaltigkeit cool. Aber ich würde jetzt nicht mit irgendwie so ein Gummiteil in die Mumu packen, was super unbequem ist und gefährlich ist oder irgendwie total die Nachteile hat, nur wegen der Umwelt. So bin ich wirklich nicht. Und deswegen habe ich gedacht, ich teile euch heute in diesem Video mit, was sind meine Erfahrungen mit der Menstruationstasse, die ich 1 Jahr lang benutzt habe und was kann ich zu den Fragen sagen, die ihr mir gestellt habt. Es gibt ja 1000 Marken und Größen und whatever. Ich bin wahrhaftig auf die Menstruationstasse das erste Mal gestoßen, als ich eine Packliste von Conny Bisalski von Planet Backpack im Internet gesehen habe und ich war total schockiert, weil ich fand es super eklig. Es war so, als würde ich ein Gerät sehen, was mir so in den 20er Jahren in einem Mädcheninternat so eine Nonne in die Hand drückt und sagt, hier. Und dann wurde ich irgendwann von einem Shop angeschrieben. Ich weiß gerade nicht mehr, wie der Shop heißt. Also die wollten mir Dinge zuschicken. Und dann habe ich gesehen, dass sie auch Menstruationstassen hatten. Und da habe ich schon im Internet mitbekommen, dass die ersten Leute angefangen haben, das zu benutzen. Und ich war irgendwie neugierig und war auch damals so gerade am Anfang, so Nachhaltigkeit für mich zu entdecken. Und habe gedacht, komm, I give it a try. Wenn es mir schon jemand schenkt. Und da habe ich dieses gute Teil gefunden. Das ist, glaube ich, jetzt ungefähr 1,5 oder 2 Jahre her, seit ich die zugeschickt bekommen habe. Ich werde euch die übrigens nicht näher zeigen, weil die ist jetzt seit über 1 Jahr in Gebrauch und ich werde jetzt nichts nah... Also, ja, ich werde jetzt einfach nichts nah in die Kamera halten, was ich seit über 1 Jahr in meiner Vagina trage. Also, ganz viele Leute reden ja immer darüber, dass es mit den Größen so kompliziert ist, ne? Aber von dieser Marke gab es einfach nur 2 Größen und sie hat gesagt, ja, die eine... ist, falls du schon Kinder gekriegt hast. Und dann habe ich die kleinere bestellt und ganz viele Leute haben, also das war mit die häufigste Frage, wie hast du die richtige Größe gefunden? Ja, das war's. Also bei mir war das irgendwie super einfach. Ich habe wohl eine Fließband-Mumu, aber es gibt wohl so eine Gruppe, kann ich euch unten verlinken, auf Facebook. Da reden Menschen, Frauen nur über Menstruationstassen. Ich finde, das klingt merkwürdig. Aber viele Leute haben mir das schon geschrieben, dass das sehr empfehlenswert ist. Da muss ich an das Video von Sylvie Carlsson denken. Ich glaube, der Titel ihres Videos ist Ich habe die Menstruationstasse ausprobiert und bin im Krankenhaus gelandet. Ich musste ins Krankenhaus, in die Notaufnahme. Das kann ich euch hier gerne mal verlinken. Und ich glaube, das ist die Horrorstory. Für jeden einfach die Horrorvorstellung von dieser Menstruationstasse, dass du dieses Ding dann nicht mehr rauskriegst. Und ich muss sagen, dass ich wirklich Glück damit hatte. Nein, ich glaube, es gibt einen Unterschied. Ich hatte nicht Glück, ich hatte nur kein Pech. Als ich die das erste oder zweite Mal benutzt habe, da war die sehr weit oben und ich hatte, also ich kam auf jeden Fall dran, aber in dem Moment, wo ich sie nicht sofort gefunden habe und da so in... Wow, dass ich so nochmal solche Handbewegungen mache in diesem Zusammenhang. Ja, auf jeden Fall habe ich sie dann auch nicht sofort rausbekommen und habe sie nicht sofort gefunden und habe mega Panik geschoben, habe direkt Schweißausbrüche bekommen und blabber. Als ich mich dann beruhigt hatte und mich wieder auf die Toilette gesetzt habe und mal kurz runtergekommen bin, habe ich sie auch wieder rausbekommen. Und das passiert mir heutzutage gar nicht mehr, weil ich einen Trick gefunden habe, wie ich persönlich damit am besten umgehe. Und zwar, dass ich diese Tasse einfach viel weiter unten aufploppen lasse. Das bedeutet, dass sie... Also, wenn ich dann auf der Toilette sitze und da unten dran greife, dann habe ich den Pinöppel quasi schon in der Hand. Also so tief ist das bei mir. Ich drücke sie zusammen, mache sie so und halte sie so zu mir hin. Und dann kommt sie so rein. Und dann lasse ich sie aber richtig weit unten, dass sie so gerade so drin ist, ja?
dann lasse ich sie aufploppen. Ja, dann chillt die da halt rum und wenn ich dann auf der Toilette sitze, dann merke ich sogar dieses Teil hier schon, so wie man auch manchmal einen Tampon merkt, wenn es ein bisschen weiter unten ist. Also ich war schon dreimal, also wirklich nur dreimal in einem Jahr in dieser Situation, dass ich wirklich das Gefühl hatte, oh, ich glaube, ich möchte oder müsste die jetzt eigentlich wechseln. Und in diesen drei Malen habe ich zwei unterschiedliche Arten ausprobiert, ja. Das eine Mal habe ich mir vorher, bevor ich auf die Toilette gegangen bin, die Hände gewaschen, bin dann aufs Klo gegangen, habe sie ausgeleert und habe sie einfach wieder reingemacht. Habe damit Klopapier meine Hände sauber gemacht und das und bin dann zum Waschbecken gegangen. Übrigens auch eine Frage, die sehr oft kam. Hat man dann nicht die ganzen Hände voller Blut? Ihr sollt ja nicht die da rausholen und das dann über eure Hände kippen. Ihr sollt es schon ins Klo kippen. Ja, auf jeden Fall habe ich das dann einfach wieder reingemacht und bin dann einfach zum Waschbecken gegangen und habe mir die Hände gewaschen, ganz normal, wie wenn ich auch einen Tampon benutzt habe. Und einmal war ich in einer Situation, da konnte ich mir vorher nicht die Hände waschen und dann fand ich das irgendwie unangenehm. Ich war den ganzen Tag unterwegs, sei es mit meinen Händen in meiner Mumu rumzuprokeln. Und deswegen habe ich dann einfach Klopapier genommen, so vier Stücke, habe die so ein bisschen gestapelt. So wie man das auch macht sonst, wenn man seinen Tag kriegt, man hat gerade nichts dabei, dann nimmt man einfach ein bisschen Klopapier, legt sich das in die Hose, bis man zu Hause ist. So habe ich das auch gemacht und habe das dann einfach da reingelegt. Dann habe ich ein Backup. Und sobald ich dann zu Hause war oder in einem Badezimmer war, wo ich das halt machen konnte, habe ich das einfach gemacht. Also ich würde sagen, du merkst es spätestens dann, genauso wie beim Tampon, wenn vielleicht ein bisschen was in die Hose geht. Und dann merkt man, dass sie voll ist und du kriegst halt irgendwann ein Gefühl dafür. Also, was soll ich euch jetzt sagen? Jeder Körper ist anders. Das ist jetzt nicht so, dass die Menstruationstasse euch anruft und sagt, oder einen Pieper hat und euch Bescheid sagt, wenn die voll ist, also, oder irgendwie eine Anzeige hat, die du mit einer App auf deinem iPhone oder deiner Apple Watch verbinden kannst. Es ist halt so, jeder Körper ist anders und du musst es für dich selbst herausfinden. Genauso wie du ungefähr ein Gefühl dafür kriegst als Frau, dass du am zweiten Tag deiner Tage so und so oft dein Tampon wechseln musst oder halt einfach guckst, wann du das erste Mal was in der Buchse hast und dann wechselst du halt das Tampon. Genauso ist das auch mit der Menstruationstasse. Nein, also es ist ganz oft bei mir so, dass wenn ich meine Periode bekomme, ich dieses Ding reinmache und immer wenn ich sie das erste Mal reinmache, ist sie nicht ganz zu 100% safe. Also nicht so, dass da wirklich viel rauskommt, aber schon so, dass es gut ist, dass man seine, man hat ja immer diese Periodenunterwäsche, ne? Die brauche ich immer am ersten Tag, weil manchmal setze ich das nicht richtig. Aber irgendwie habe ich am zweiten Tag den Dreh so richtig raus. Dann lege ich mir immer so eine Doppelseite Klopapier unten rein. Das habe ich übrigens aber früher auch voll oft gemacht, wenn ich einen Tampon benutzt habe. Und ab dem zweiten Tag habe ich immer so den Dreh raus. So, als bräuchte ich immer einen Übungstag. Ja, also es ist eine sehr subjektive Frage und ich denke, dass jeder das anders wahrnimmt. Ich mache jetzt Charts. Ich mache Menstruationscharts, ja. Da ist auf Platz 1 für mich die Menstruationstasse, auf Platz 2 sind Tampons und auf Platz 3 sind Binden. Ich und Binden habe das Gefühl, dass das schwitzt, also es ist so gar nicht atmungsaktiv. So nach dem Motto, hier bitteschön, legen Sie sich das in die Unterhose und eine Pilzinfektion ist Ihnen garantiert. So fühle ich mich, wenn ich eine Binde benutze. Ja, bitte, ich hoffe jetzt, dass Leute, die Binden tragen, die sich nicht getriggert fühlen. Tragt alles, was ihr wollt, wirklich. Ich bin absolut fein damit, das ist jetzt nur mein persönliches Gefühl. Ich mag das einfach nicht an meiner Momo dran haben. Wegen mir braucht es nicht mal Unterwäsche geben. Ich meine, das muss luftig und frei, frisch und fröhlich. Ja, dann stinkt's auch nicht. Gott, ich darf solche Videos nicht machen. Ich reiße mich so zusammen, keine ekligen Sachen zu sagen. Ich habe schon mir mindestens 10 richtig widerliche Witze verboten. Aber trotzdem bin ich immer trotzdem sehr gut mit Tampons klargekommen. Und ich finde, Tampons sind auch wirklich eine super Sache. Das Einzige, warum ich persönlich für mich die Menstruationstasse einen Ticken cooler finde, ist, ich kann es nicht genau. Also eine Menstruationstasse vergesse ich manchmal. Letztens ist mir aufgefallen, fuck, ich habe meine Menstruationstasse, also so einer der letzten Tage, wo es so ein bisschen leichter ist, ich habe meine Menstruationstasse 24 Stunden in meinem Körper vergessen. So, das ist angenehm, ich merke das nicht, ich muss das nicht so oft auslernen und wenn ich diese Tasse drin habe, dann fühle ich mich irgendwie gut. Okay. Ich würde sagen, sie ist dem Tampon einfach sehr, sehr ähnlich. Ich habe keine Abstriche gemacht. Aber sie kann jetzt auch nicht zaubern im Gegensatz zu den zu Tampons, ja? Also ihr werdet jetzt nicht irgendwie nächsten Monat
eine Party für eure Menstruationstasse feiern, so wie manche Leute das ja auch immer so kleine Sachen so mega krass hypen irgendwie. Da bin ich ein bisschen verunsichert, weil ich nur eine habe und die benutze ich seit über einem Jahr. Ich benutze die und wenn ich dann wenn meine Tage zu Ende sind, dann koche ich die aus. Und ganz viele Leute haben auch gefragt, ob ich einen extra Kochtopf dafür habe. Nein. Wir lassen das jetzt einfach so stehen. Das ist jetzt im Internet. Die Leute werden trotzdem haten unter diesem Video und sagen, dass ich eine eklige alte Öko-Tante bin. Aber das ist mir egal. Das ist mir egal, weil irgendwie bin ich das auch. Es hat auch jemand gefragt, kann man das auch als Schnapsglas benutzen? Und ich sage, ja. 3 Wochen Schnaps, 1 Woche Menstruation. Ansonsten ist das Einzige, wo ich sie nicht trage, in der Badewanne und im Schwimmbad. Ja, ich hatte sie einmal in der Badewanne drin und das ist nicht so gut. Stellt die Fragen weitere Fragen gern unten in den Kommentaren. Alle anderen Experten können sich da drauf stürzen und ihre Menstruationstassenwissen mit der Welt teilen. Alles, das klingt so falsch einfach. Seid glücklich mit dem. Benutzt das, was für euch funktioniert. Wenn ihr neugierig seid und es ausprobieren wollt, probiert es aus. Wenn nicht, dann nicht. Ich liebe euch. Egal, was ihr in oder an eure Mumu macht. Ihr seid süß, ihr seid klein. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Macht's gut.